Servus liebe Haching-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Haching TV. Wir haben es euch ja vor einiger Zeit schon mal versprochen, dass wir eine Folge mit Thomas Steinherr zeigen möchten. Da ist jetzt immer was dazwischen gekommen, ihr erinnert euch vielleicht, Spielplan ist mal umgeschmissen worden, musste man kurzfristig nach Seligenporten fahren. Irgendwie hat es nie geklappt, jetzt hat es geklappt. Und zwar geht es um Folgendes. Thomas Steinherr ist ja eigentlich bei uns am linken Flügel zuständig dafür, dass er Tore macht oder auch Tore vorbereitet, aber er hat sich eben dazu entschlossen, neben seiner Profikarriere als Fußballer noch eine Ausbildung zu starten. Und das macht er hier in Unterhaching bei Nova Reisen, also im Reisebüro. Und wir haben uns gedacht, wir schauen einfach mal hier vorbei und begleiten den Thomas Steinherr mal bei der Arbeit. Das machen wir jetzt. Gehen wir mal rein. So, jetzt sind wir hier im Empfangszimmer vom Reisebüro von Nova Reisen. Und zwar sind wir bei der Sonja Rodekirchen. Hallo, servus. Wo ist denn der Thomas Steinherr? Wo finden wir denn den? Der Herr Steinherr befindet sich im Firmendienst. Das ist die dritte Tür, den Gang entlang auf der rechten Seite. Der Herr Steinherr, wie es sich das schon anhört. Gell? Wir kennen ihn nur alle als Steini, aber hier ist er, der Herr Steinherr. Wie ist er denn so als Kollege? Ich kenne ihn ja auch nur eine sehr kurze Zeit. Wir haben zusammen die Ausbildung begonnen, aber bis jetzt, er ist ein sehr offener und lustiger Typ, würde ich sagen. So kennen wir ihn. So kennen wir ihn, unseren Thomas. Ja gut, dann vielen Dank und dann schauen wir mal da entlang. Hinter dieser Tür sitzt er, Thomas Steinherr, und wir gucken mal rein. Komm mit. Oh, der Herr Steinherr. Hallo, grüß Gott. Wie geht's? Bella, gut, selber? Alles gut? Gut, ja, das freut uns. Wir müssen hier, glaube ich, ein bisschen leiser sein, gell? Richtig, ja. Warum? Weil wir alle telefonieren und ja, man muss ein bisschen das eigene Wort verstehen, ne? Aber ist okay, alles gut. Okay, ja, dann würde ich sagen, der Chef hat uns nämlich angeboten, wir können das bei ihm im Büro machen, da drüben. Dann können wir uns vernünftig unterhalten über das, was du hier so machst. Machen wir, oder? Gerne, auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier im Chefbüro vor der Weltkarte, denn ja, Thomas Steinherr macht neben seiner Profifußballkarriere noch eine Ausbildung zum? Tourismuskaufmann. Zum Tourismuskaufmann. Das heißt, du bist wie oft in der Woche hier? Ist ein bisschen unterschiedlich, aber meistens Montag den ganzen Tag, also so wie heute von ja, 8 bis 18 Uhr, 18.30 Uhr. Dienstag dann in der Früh, also das heißt von 8 bis 13 Uhr, Mittwoch habe ich komplett frei und dann Donnerstag, Freitag auch meistens in der Früh, also vorm Training, aber es ist gut vereinbar mit dem Training. Also du kommst so ungefähr auf 25 Stunden, oder? Und machst halt, ja klar, du musst ja trainieren nebenbei, ihr trainiert ja so gut wie jeden Tag. Genau, was machst du denn dann hier, wenn du hier arbeitest? Ich habe unterschiedliche Aufgaben. Also einerseits, ich bin ja jetzt aktuell im Firmendienst, heißt, ich habe viel per E-Mail, Telefon zu tun, heißt Kontakt mit den Kunden, die wollen meistens Flüge oder Hotels. Da bin ich jetzt schon so weit, dass ich Anfragen bearbeiten darf. Das heißt zum Beispiel, wenn sie von München nach Hamburg fliegen wollen, stelle ich das Ticket aus und buche das für sie. Das ist eine Aufgabe, dann natürlich auch Postsachen frankieren und so weiter. Drüben haben wir noch den Golfdienst, da bin ich jetzt noch nicht, das kommt vielleicht noch. Aber ich bin jetzt erstmal im Kundendienst, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ist ein sehr abwechslungsreicher Job und man hat auch, ja, sehr viel Kontakt mit Kunden und das macht mir sehr viel Spaß, da ich ja schon sehr gern reden kann und will und ja, also und auch sehr viel. Ja, ja. Nee, also ich, das ist auf jeden Fall, es passt zu mir. Ja. Bist der kommunikativer Typ, so rum, gell? Das ist richtig, aber das heißt kommunikativer Typ. Erklärst dem Moderator nur, hast schon recht. Nee, nachdem ich ja letzte Woche das Fußball-Battle gewonnen habe gegen Alex Winkler und Daniele Bruno, musst du mir jetzt halt meinen Job erklären. Richtig, was natürlich für Alex Winkler und Daniele Bruno sehr frustrierend war. Ich denke, das wird auch noch kosten, wenn man gegen den Moderator verliert. Wie kam das zustande? War das deine Idee oder hat das die Spielvereinigung an dich herangetragen, dass es die Möglichkeit gäbe? Wie ging das? Ja, ein bisschen beides. Also ich habe schon gesagt, dass ich eigentlich neben dem Fußball jetzt was machen will, weil es einfach ja, enorm wichtig ist, auch für die Zukunft da ein zweites Standbein aufzubauen. Und ja, dann ist der Florian Rentsch auf mich zugekommen, dass er hier den Herrn Meier kennt persönlich und dass die sich das vorstellen können. Ist natürlich für eine Firma nicht so einfach, weil es auch ein Neuland ist für sie, einen Fußballer in den eigenen Reihen zu haben im Job. Und natürlich auch mit den Zeiten muss man das vereinbaren.
Aber das klappt bisher, muss ich sagen, richtig gut. Also bis jetzt top. Und du bist dann quasi ja 25 Stunden in der Woche hier, haben wir gehört. Das ist ganz normale Ausbildung, wird wahrscheinlich so gute 2 Jahre gehen, nehme ich mal an. Drei Jahre geht's. Bisschen länger dann wahrscheinlich, weil du ja auch nur weniger Stunden da bist. Und ist es dann quasi bei dir so, dass du dir schon auch vorstellen könntest, dass du das mal machst nach der Fußballerkarriere? Weil die meisten Kollegen versuchen sich ja irgendwie in dem Bereich auch dann zu etablieren, irgendwie Trainer zu werden, Experte oder sonst irgendwas. Wie schaut es bei dir aus? Gut, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, man muss dazu sagen, er ist 23 bist du, gell? Also ich kann jetzt nicht sagen, was in 10 Jahren ist. Auf jeden Fall aktuell macht mir der Beruf sehr viel Spaß. Und ja klar, also ich habe es jetzt nicht einfach so gemacht. Ich interessiere mich für das Thema, auch für Tourismus, für Reisen. Das macht mir schon sehr viel Spaß. Und man wird dann sehen, was in 10 Jahren ist. Ein bisschen will ich ja noch Fußball spielen. Und vielleicht natürlich auch Trainer, aber auch nebenzu. Ich weiß es noch nicht, aber auf jeden Fall aktuell macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Und für mich tut es auf jeden Fall auch für den Kopf her gut, dass man nicht nur Fußball spielt, sondern auch ein bisschen in den Kopf was macht. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Ja, also wirklich coole Sache. Sehr cooles Konzept hier, dass man quasi vorsorgt für die Zukunft, neben dem Profifußball noch eine Ausbildung macht. Jetzt bist du ein sehr selbstbewusster Typ, ne, Thomas? Und würdest deine eigene Leistung hier in den ersten Wochen bei dem Reisebüro wahrscheinlich als sehr gut einschätzen, oder? Nein, also mir macht es, wie gesagt, sehr viel Spaß und ob der Chef zufrieden ist, das müsst ihr ihn selber. Das frage ich ihn jetzt auch einfach selber, das mache ich doch, oder? Ja. Auf jeden Fall machen wir das. Jetzt schauen wir mal, was der Chef sagt, wie sich der Thomas hier schlägt. Also jetzt haben wir ja schon gehört, was der Thomas zu seinem neuen Job sagt, aber jetzt wollen wir das natürlich mal von oberster Instanz quasi bestätigt bekommen. Ich bin hier mit Stefan Meyer, das ist der Geschäftsführer von Nova Reisen. Herzlich willkommen. Grüß Gott, hallo. Schön, dass Sie sich kurz Zeit nehmen. Ja, ich habe hier mein Klemmbrett sozusagen und werde jetzt mal schauen, ob er sich gut schlägt, der Thomas hier bei Nova Reisen. Also die erste Rubrik wäre quasi Kommunikation, weil wir kennen den Thomas als sehr kommunikativen Typen bei der Spielvereinigung Unterhaching. Er redet recht gern, sagt man glaube ich so in der Mundart. Wie ist es hier bei Ihnen? Kann ich auch nur bestätigen. Also ich muss sagen, bei uns die Auszubildenden, die ja in der Früh oder die im September immer bei uns anfangen, gibt es ja den einen oder anderen, der doch ein bisschen zurückhaltender ist. Aber der Thomas hat sich hier ganz gut eingelebt. Ich muss auch sagen, wahrscheinlich bei knapp 25 Mitarbeitern, davon 19 Mädels, ist das gar nicht mal so schwer. Ja, so kennen wir ihn, den Thomas. Ja, haben wir ja vorne am Empfang auch schon bestätigt bekommen. Wie schaut es denn mit der Teamfähigkeit aus? Weil er ist natürlich ein Profifußballer, er spielt sein Leben lang Fußball und ist da schon ein Teamplayer. Wie ist es hier? Also wir suchen ja absolut nur Teamplayer und wir können auch nur Teamplayer bei uns gebrauchen. Das ist auch bei uns eine Philosophie. Und man merkt natürlich, dass er Mannschaftssport spielt. Ich selber habe auch Fußball gespielt und man sieht das bei ihm natürlich schon an. Der tut sich sehr gut, hat er sich hier integriert, arbeitet bei uns im Bereich Geschäftsreisen. Da sitzen die zu 10 in einem Zimmer drin und hat sich sehr gut eingelebt bis jetzt. Also absoluter Teamplayer, kann nur Positives sagen. Sehr gut, ja. Also mit mehreren Leuten auf engstem Raum ist natürlich für ihn auch nichts Neues. Bei uns in der Kabine im Sportpark in Unterhaching, da sind sie 20 Leute auf engstem Raum und da klappt das ja auch. Ne? Also nächster Punkt wäre Belastbarkeit, so in Stresssituationen. Er hat ja DFB-Pokal gespielt mit der Spielvereinigung Unterhaching. Letztes Jahr, dieses Jahr, da war schon vor allen Dingen dieses Jahr gegen den FSV Mainz die ein oder andere Stresssituation mit dabei. Wie schlägt er sich da hier? Da der Thomas ja erst 5 Wochen bei uns ist, glaube ich, ist er noch nicht so richtig in eine Stressphase reingekommen. Aber ich behalte es im Auge, das wird schon noch früh genug kommen. Aber bin mir auch sicher, das wird er gut meistern. Wenn er im DFB-Pokal das schon gut gemacht hat, hat er auch einen Tor geschossen letztes Jahr, habe ich da gesehen. Da wird er das auch bei uns in Büroleben, kriegt er das gut in den Griff. Das hoffen wir alle, ja. Letzter Punkt wäre sein Fachwissen jetzt auf den Reisebereich bezogen quasi. Sein Fußballwissen ist okay, da kennt er sich gut aus. Wie ist es hier? Fachwissen, ja, macht halt noch die Ausbildung. Und ganz klar, bei uns in der Reisebranche geht es jetzt nicht darum, dass ich einfach nur Hamburg und Berlin kenne, sondern da geht es ja auch mal ein bisschen exotischere Ziele, ob es jetzt von Indonesien oder Chile oder Argentinien und solche Sachen ist. Klar, wenn man da noch nicht dort war, braucht sicherlich eine Weile, bis man das alles weiß, aber von einem guten Reiseberater wird ja immer erwartet, dass man die ganze Welt kennt. Und da hat er noch einen Weg vor sich, aber das packt er schon. Das denken wir auch. Also wunderbar. In den Bereichen quasi, die seine Spezialitäten sind, Kommunikation, Teamfähigkeit, da gibt es auf jeden Fall mal einen Haken dahinter. Belastbarkeit auch und Fachwissen, da arbeiten wir dann dran in den nächsten Jahren, der hier die Ausbildung macht. Also gutes Zeugnis vom Chef. So, jetzt mal die Kommunikation hier einstellen mit Thomas. Das ist die Magdalena. Servus. Hi, servus.
Gerade hat er, glaube ich, noch versucht, sie ein bisschen zu beeinflussen, weil ich möchte jetzt nämlich rausfinden, wie sich der Thomas hier so schlägt. Also der Chef hat uns nur positive Sachen gesagt, er ist aber nicht so nah dran an ihm wie du, hat er gemeint, weil du arbeitest regelmäßig mit ihm. Das ist richtig, ja. Meine Kolleginnen und ich, die Kolleginnen sind heute leider nicht da, deshalb können die nicht reden. Aber wir sind so diejenigen, die ihm die Sachen beibringen sollen. Na gut, dann jetzt mal frei von der Leber weg und bitte nur ganz ehrlich, wie macht er sich? Er macht sich gut. Also ich kann echt nicht viel Schlechtes über ihn sagen. Er ist manchmal ein bisschen frech, aber nein, er ist Schmarrn. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen beim Thomas, dass er frech ist. Nein. Macht sich echt gut. Also auch die, er hört gut zu, er macht die Sachen so, wie wir es ihm sagen. Und er redet dir auch nicht zu viel? Nee. Das hat jetzt aber lang gedauert. Nee, wir reden hier alle ganz schön. Okay, wunderbar. Also, es scheint wirklich hier eine ganz runde Sache zu sein für den Thomas. Bist zufrieden, oder? Daumen nach oben. Wunderbar. Dann vielen Dank für deine kurze Einschätzung zu unserem Thomas Steinherr. Und damit war es eigentlich auch schon. Die Folge Haching TV ist vorbei. Wir haben mal geschaut, was der Thomas so macht. Neben seiner Profifußballerkarriere, nämlich eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann hier bei Nova Reisen in Unterhaching. Und wenn ihr die nächste Reise bucht, dann nur bei Ihnen. Genau, hier anrufen bei Nova Reisen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Haching TV. Bis dann.